Jo Leute, herzlich willkommen zum Digi-Adventskalender. Heute Tür Nummer 7. Und heute machen wir es ein bisschen eindeutiger, beziehungsweise ein bisschen einseitiger. Und zwar, wir haben einmal das Starterdeck Machine Black. Und dazu, weil sie endlich angekommen sind, nochmal 6 BT4 Booster, weil ich brauche da Karten von. Alles klar, fangen wir mit dem Starterdeck an. Und ja, sorry für die Lichtqualität mal wieder. Ich habe leider sehr extrem spät Feierabend gehabt und mit Überstunden. Und ja, es ist stockdunkel. Ich warte, dass mein Essen endlich fertig wird, was ich gerade mache. Und wir haben noch einen BT4 Booster zusätzlich. Cool. Genau. Und deswegen dreh ich gerade das Video, damit wir das gerade noch pünktlich schaffen. Ja. Nächste Woche wird es einfacher. Da habe ich Frühschicht und dann klappt es ein bisschen besser. So, fangen wir mit dem Starterdeck an. Wir haben einmal viermal Kapurimon. Wir haben viermal Jazzamon. Wir haben viermal den guten Agumon. Wir haben Toy Agumon, auch ebenfalls viermal. Commandramon viermal. Den guten Greymon viermal. Wir haben Jazzatmon ebenfalls viermal. Wir haben Dark Tyrannomon zweimal nur. Metall Greymon dafür viermal. Metall-Tyrannomon viermal, Megadramon nur zweimal, Maschinendramon nur zweimal, Blitz-Greymon, das Bossmonster aus diesem Deck, haben wir zweimal, den guten Tai viermal, Laser-Eye haben wir auch viermal und Darkside-Attack nur zweimal. Das war das Deck Machine Black. Im Grunde kann ich nicht viel zu sagen. Ist nicht gespielt. Kann ich aber machen, weil ich habe das komischerweise noch ein zweites Mal bekommen. Also ich habe es insgesamt dreimal. Egal. Gut, machen wir jetzt noch das BT4 Booster dazu auf. Ja gut, im Grunde können wir alle schon öffnen. Genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag. Was Schönes im Adventskalender. Also mir macht das Spaß. Ich weiß nicht, ob das bei euch ganz gut kommt, gut ankommt. Also ich sehe das immer nur von den Klickzahlen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das vielleicht ganz cool ist. Ja. Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Würde mich mal interessieren. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr nochmal sowas Ähnliches. So, wir haben einmal Meteormon, Skull Scorpiomon, Fugamon, Kudamon, Regalegusmon, Jackrite, Pidomon, Burning Greymon, Roachmon, Piranimon, dann haben wir Chaosmon und Trident Revolver als Rare. Gut, das war das Starterdeck Booster. Dann haben wir einmal Atomic Inferno, Pidomon, Golemon, Zyklone Kick, Aqua Viper, Phantomon, Volkdramon, I will jack you into the depth, Berkemon, Banjo Gulemon, guter Orochimon und den guten Tai. Jedenfalls als Rare. Dann haben wir einmal Flamemon, Gaumon, Meikomon. Versuch das mal nicht, dass das so am Blinken ist. Familiomon, Gotsumon, Kozukumon, Labramon, Akunimon, Sandflowmon, Sakutomon, Yoshino und Marin Chimeramon oder Chimermon. So, dann Hypogryphomon. Das sieht tatsächlich nach einer Lucemon-Karte aus. Ah, cool. Lucemon brauche ich noch. So, dann haben wir Crableomon, Devimon, Final Tsubagon Punch, Falcomon. Ah, verdammt. So. Dokunamon, ich vergesse das immer mit dem Licht leider. Gabumon, Soundbirdmon, Tactical Retreat, Missimon, Issimo. Und wir ziehen wirklich Lucemon Altart. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Alter! Nice! Lucemon Altart. Ich glaube, die geht nicht mehr so viel. So 20, 30 Euro, glaube ich, noch. Aber die wollte ich haben. Oder ihn wollte ich haben. Geil, weil ich habe den in der Normalform, habe ich ihn zweimal und jetzt habe ich ihn auch als Altart. Nice. Die sieht richtig geil aus. Und dahinter haben wir auch noch die Falldown Mode. Richtig cool gemacht, also. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
Ganz da hinten oben drüber ist die Fall-Down-Mode, die wir auch schon gezogen haben. Und zwar im nicht letzten, aber in einer der vorigen Türe. So. Gormon, Tobiomon, Neodaimon, Deuteriumon, Leolmon, Tankdramon, Agumon, Burning Greymon, Rochmon, Piranimon, Ghostmon und Darkroar. Im Grunde ist es jetzt eigentlich scheißegal, was wir jetzt noch ziehen. Wir haben eine Altart Lucemon gezogen, das reicht. Da ist das Display eigentlich schon komplett bezahlt mit, würde ich mal sagen. So, Cerberusmon, Blimpmon, Fugamon, Kudamon, Regalekusmon, Leomon, Jack Wright, Anubismon, Crowmon, Zylstramon, Cerberusmon, Werewolf und Darkdramon. So, und das ist der letzte. Perch Shine, Meteormon, Gaugamon, Geogreymon, Makefragmon, Sunkomon, Skullscorpiumon, Spinomon, Lalamon, Butmon, dann haben wir den guten Markus Damon und wir ziehen Gogmamon als Super Rare. Schön. Den brauchte ich auch noch. So, das war die Tür Nummer 7. Hat sich mega gelohnt. Wir sehen uns morgen zur nächsten Tür wieder. Haut rein. Ciao.